heute war so ein schöner Tag. Ich freue mich richtig auf mein richtig gutes Prinzessinnenbett. Das ist auch so schön. Und dir wünsche ich auch eine gute Nacht. Schlaf schön in deiner Wiege. Mir fallen gleich die Äuglein zu. Ich werde heute so schön schlafen. Julian, jetzt lass mich doch. Ich schlafe. Oh, Julian, jetzt lass es doch endlich. Mann, warum klopfst du mal an meinem Bett? Ich bin müde. Oh, Julian, wo bist du denn? Oh Mann, ich wollte doch schlafen und jetzt spielt er mir Streiche. Julian Vogel, ich habe keine Lust auf sowas jetzt. Lass mich in Ruhe schlafen. Ja, ich liebe Pommes. Oh, Pommes mit Ketchup, ja. Oh Mann, ich bereue schon, dass ich jetzt neben ihm mein Zimmer habe. Kann er das nicht bei Hannah machen? Warum muss er immer das bei mir machen? So, jetzt aber. Schlaf schön, Emma. Oh Mann, Julian. Nicht schon wieder. Hör jetzt sofort auf damit. Ich sag das sonst Mama und Papa, du kriegst Ärger. Wobei, ich hab noch eine bessere Idee. Ich werde mich direkt an dir rächen. Pass auf. 1, 2, 3. Ich möcke keine Knoblauchsoße auf meiner Pommes. Das stinkt eklig. So, jetzt habe ich hoffentlich meine Ruhe und kann endlich schlafen. Jetzt habe ich ihm einen gehörigen Denkzettel verpasst. Oh Mann, schon wieder. Julian kriegt einfach nicht genug. Ich habe ihm nichts getan. Was war das? Oh Julian, lass den Quatsch. Was soll das? Wer bist du? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Du kannst mein Sparschwein haben, das steht da vorne. Und ich habe auch noch einen Schokoladenvorrat, den kannst du auch haben. Julian! Julian, komm, du musst mir helfen, bitte! Julian! Julian, was, bitte, was? Hilf Minuten. Mir! Du musst mich retten! Oh, Emma, was willst Julian. Du? Oh, Emma, ganz ehrlich, was nervst du mich Julian. Mitten in der Nacht? Kannst du nicht einfach mal in Ruhe schlafen? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf, Mensch! Julian, kannst was du ist? Nicht bitte bei mir schlafen? Nein, dein Bett ist viel zu klein, da passe ich sowieso bitte. Nicht rein. Und du pupst immer so viel, tut mir leid, nicht. Nein, geht nicht. Emma, wenn ich meine 7 Stunden Schlaf nicht bekomme, sagt Mama, dann bin ich immer ganz nervig. Und ich bin und jetzt schon nervig. Julian. Also ich muss noch ein bisschen schlafen. Bitte, Julian, bleib hier bei mir. Bitte geh nicht. Wieso denn? Bitte. Wieso? Julian, ich schwöre es. Da war ein Monster unter meinem Bett. Was? Guck bitte nach. Och, Emma, bitte. Jetzt nicht, bitte. Hast du dir irgendwie wieder komische Videos angeschaut Nein. oder so? Guck, und? Ist da jemand? Emma, natürlich nicht. Oh, das ist so ein Schwachsinn. Oh, Emma, und deswegen hast du mich geweckt? Ja. Oh, Mann, geh beim nächsten Mal zu Papa oder Mama. Oh, ich habe jetzt keine Lust. Ich brauche jetzt meinen Schlaf. Du bist doch jetzt mein Nachbar. Egal. Was mache ich denn jetzt nur? Aber Julian hat gesagt, da war kein Monster. Also ist da auch kein Monster. Ich bin groß, ich bin stark und ich kann ja nach meinem eigenen Bett schlafen. Da war es schon wieder. Oh nein. Was soll das? Ich schlaf heute noch bei dir, okay? Oh, ja, bitte. Gut. Aber ich habe eine ganz wichtige Regel. Was? Pupsen verboten. Mach also ich nicht. Nur ich darf pupsen. Okay.